Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Squad. Wir spielen immer noch Team Deathmatch. Und wir steigen direkt schon fast ein. Oh, wir haben so ein bisschen gerade den Anfang verpasst, aber ich habe gerade erst gesucht gehabt und dachte, naja, also das sind ja auch nur 3 Kills oder so. Das ist nicht weiter wild. Sind wir einfach mal hier reingeworfen worden. War hier nicht einer? Genau. Und den haben wir auch noch. Sehr schön. Wow. Hey, willst du mir gerade in den Hintern schießen, oder wann? Wenn du was von mir willst, sexy Typi, dann sag es mir doch einfach direkt ins Gesicht. kein Plan, weiß ich auch nicht. Und, dieselbe Aufnahme wie letzte Aufnahme. Dasselbe Lied nochmal. Dasselbe Lied nochmal. Dasselbe Lied nochmal. Die letzte Aufnahme wie letzte Runde, deshalb habe ich die Waffe noch. Ich weiß nicht, wie lange ich die noch haben werde. Wir hatten ja die jetzt irgendwann irgendwie in Kisten. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas kriege oder so, keine Ahnung. Aber ich hatte gerade irgendwie Bock, noch mal ein bisschen aufzunehmen gerade. Und bin auch gerade voll motiviert. Und bin bereit, andere Spieler zu töten. Ich bin dazu bereit. Sehr schön. Wow, Alter. Ein Schuss und alles ist weg. Das ist wie Zewa. Mit Wisch und weg. Mit einem Wisch ist alles weg. Ja. Vor allen Dingen, ich bin weg, ja? Ich fühle mich so. Ich fühle mich wie der Schmutz, der von dem Zewa-Tuch weggewischt wird. Wow, ernsthaft. Ganz ehrlich, die hole ich mir jetzt. Und zwar. Ich dachte, ich mache die weiche Tour. Aber der will ja nicht die weiche Tour, der will die mittelharte Tour. Ich merke das schon. Wow! Wow, okay, Mist. Okay. Mist, er hat sich geduckt, habt ihr das gesehen? Er ist einer von diesen Duckern. Ich krieg das immer gar nicht so schnell. Okay, das war's, ciao. War schön mit euch gewesen. Alter, warum haben die immer so viele Nades? Oh, diesmal diese Runde sind wir echt nicht so gut wie letzte Runde. Ich glaube, das wäre auch einfach zu gut gewesen, wie letzte Runde zu sein. Das geht nicht immer. Da muss ich einfach so ein bisschen auch differenzieren. Da muss man auch einfach mal wieder so ein bisschen das alte Niveau halten von früher. Nichts treffen. Schlechteste sein. Einfach, das muss man einfach, man muss so eine gewisse Waage halten. Man muss die Leute manchmal auch überraschen und sich so denken, dass sie so denken, oh, jetzt bin ich überrascht. Ne? Kann immer mal sein. Und dann muss man sie aber auch wieder so, man darf sie nicht enttäuschen. Man darf sie nicht enttäuschen, indem man sie immer wieder überrascht. Weil sonst ist es langweilig, weißt du? Dann ist es immer einfach derselbe. Und, fuck. Oh. Oh, das war tatsächlich ein Gegner. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Ja, okay, gut. Tschüss. Meine ich. Cool, tschüss, würde ich sagen. Aber das kommen einfach so viele Wörter über meine Lippen. Kann ich auch mal einen anderen Weg benutzen. Durch die Lobby. Moin! Hast du nicht wohl mit gerechnet? Hast du gedacht, du könntest dich hier wieder hinducken oder was? Wow. Habe ich irgendwas mitgenommen? Ich glaube, 1, 2 Kills oder so waren da, glaube ich, dabei gewesen, ne? Wow, mega nice. Haha, den einen, der ist fast tot. Kriege ich bestimmt einen Assist gleich. Cool. Oder ich hole mir und snacke mir selber weg. Ich habe helfen bekommen. Ich finde die Waffe eigentlich ganz cool. Ich will die gar nicht so verlieren unbedingt. Nee.
Na, Error ist tot, okay. Aber ich glaube, ich ein Helfen dafür bekommen, ne? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Bestimmt. Bestimmt habe ich das. Okay, cool. Mega nice. Ich habe schon. Habe ich 59 in der Runde getötet? Nein, oder? Ich habe 59 heute getötet, glaube ich. Das ist realistischer. Mist, ich häng fest. Ja, Geronimo und so. Headshot. Headshot. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Downshot. Nee, schade, okay, gar kein Shot. Gar kein Shot. Gar kein Shot. Ich treffe den Kopf nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oder? Nee, der andere hat ihn getötet. Ich habe Helfen gekriegt, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, geil! Ich habe ihn nicht getötet. Aber der hat eine schöne Waffe, die heißt Kirschkunst, ne? Hat er die so genannt? Wird die so genannt? Wieso habe ich jetzt Bock auf Mangerie? Ja, das kam überraschend, ne? Das auch. Oh, oh. Wow, was war denn das Symbol oben rechts? Habe ich gar nicht gesehen, dass ich gefallen bin oder dass ich irgendwie von der Granate erwischt wurde? Haben wir gewonnen? Geil. Cool. Wir haben gesiegt. Anfängerglück. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Dankeschön, liebes Spiel. Ich fühle mich geehrt. Ich glaube, ich habe 20 Kopfschüsse gemacht, so wie das aussah. Anfängerglück. Oh, cool. Wir werden befördert von Private First Class auf irgendwas anderes. Nee, wir sind auf Private First Class, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich 100 Medaillen bekommen. Cool. Und wir sind Vierter geworden. Guck mal, wir sind aber noch bei den Kleinen hier irgendwie so dabei, ne? Also die sind ja hier schon Ewigkeiten unterwegs und super gut dabei. Würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz schnell in den Posteingang, holen uns das hier ab, bevor ich das nachher irgendwie vergesse. Yep, möchte ich gerne mitnehmen. Sehr schön. Und wir suchen noch ein Match und gucken mal, wie das diesmal läuft. Also es macht echt schon Spaß. Finde ich echt lustig. Und dafür, dass es Free-to-Play ist, hat es ganz schöne Maps. Es ist einfach gehandhabt. Es ist nicht so kompliziert. Wir werden natürlich nochmal die anderen Modi alle ausprobieren. Storage sind wir jetzt gerade. Sehr cool. Das haben wir ja schon mal gespielt, genau. Ansonsten kann man doch echt nicht meckern. Und wenn die anderen noch so ein bisschen taktischer sind, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, am Anfang hat man, glaube ich, noch eine coole Belohnung bekommen. Tutorial durchspielen, genau, das wollte ich sagen. Tutorial durchspielen, dann hat man irgendwie gesehen, man kann sich auch noch irgendwie irgendwelche Sachen werfen. Oh, die ist hübsch. Kann man auch irgendwelche Sachen machen. Guck mal, die haben auch Skins noch und alles. Also ich weiß gar nicht, ob man da... Oh, wir sind mal diesmal von der anderen Seite dran. Okay, und dann konnte man da auch irgendwie noch Bomben legen und sowas. Also ich glaube, das ist so ein bisschen COD oder CSGO oder irgendwie sowas noch ein bisschen dabei mit, ich weiß nicht, taktisch wahrscheinlich so mit wie bei Ghost Recon von wegen an die Wand legen und sowas ist, glaube ich, nicht dabei. Wow. Ich habe nicht genau gesehen, wo die lag, aber jetzt weiß ich es. Hammer dich. Wow, okay, alles klar. Mann, schade, ich dachte, weil der da oben steht, könnte man den echt sneaky weg, echt cool weg sneaken. Snipen. Schießen. Töten. Stirbst du denn mal? Dankeschön. Schade. Man, manchmal bin ich... Also manchmal hast du echt, glaube ich, Glück. Und wenn du die Kopfschüsse triffst, dann sind die einfach so halt instant tot. Was natürlich irgendwo logisch ist. Aber das ist halt manchmal auch so... Boah, die ducken sich und dann kriegst du sie nicht richtig zu fassen.
Und dann sitzen diese da und dann kriegst du sie wunderbar zu fassen. Und dann kommst du einfach von hinten und haust sie weg. Oder von vorne und haust sie weg. Oder von der Seite und haust sie nicht weg, aber fast. Guck mal, der hat noch, weiß ich nicht, 2% Leben oder so. Du wirst so sterben, mein Freundchen. Irgendwer wird dich schon töten. Wenn ich es nicht bin, dann jemand anderes. Wow, ich hab keine... Ich hab nachgeladen. Und ich hatte nur noch 8 Leben. Nee, du nicht! Tarzan da oben, was auch immer du da für ein... Ich hab was getötet! Ich hab nichts mehr gesehen. Es war einfach nur noch Rauch. Ich dachte mir nur so schnell weg, weil du halt einfach nichts mehr siehst, ne? Wow, hä? Oh, da hinter mir war einer gewesen. Ich habe dich gewusst. Leck mich am Arsch, der macht dasselbe mit mir, wie ich mit ihm wahrscheinlich. Ist da oben nicht einer? Sehr schön. Whoopala! Da ist ja noch einer gewesen. Wow, okay, da waren 2. Wir müssen unbedingt mal gucken. Ich glaube, man kann irgendwie Granaten entweder kaufen, also kaufen bestimmt. Oder man kann die auch irgendwie verdienen sich. Ich weiß nicht genau wie. Vielleicht in Kisten oder so ziehen? Ich weiß es nicht. Da hatten wir immer nur Geld bekommen. Aber ich denke mal, von dem Geld kann man sich bestimmt Granaten kaufen. Die haben die aber auch hier anscheinend, also die anderen jedenfalls, gefühlt wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, die werfen das ja wie Kamelle bei Goldeball. Ich hänge an irgendwas. Ah, nee, doch nicht. Ich töte andere Menschen. Zum Beispiel ihn. Guten Tag. Wow, schade. Azazel. Ich dachte, boah, ich dachte, der hieß Azrael. Wie bei Batman. Ja, cool. Boah, man müsste eigentlich mal. Eigentlich müsste ich mal so ein Pistolen-Match einfach nur machen. So. Lass mich hier durch. Bin wichtig. Ach nee, du bist einer von mir. Und du bist auch noch von mir. Das klingt, als wäre das ganze Team würde nur aus mir bestehen. Okay, Mist. Ist da jemand hinter mir gestorben? Weil wir haben schon mal wenigstens einen gekriegt. Mann, wir sind tatsächlich in der Nacht Minderheit. Den habe ich durch die Kiste getötet. Nice. Ja, ich hatte nur 10 Life. Wir sind tatsächlich so mit 5 Punkten im Rückstand. Schade. Boah, wir sind aber echt gut. Ich finde die, also da kann man echt, glaube ich, nicht meckern, wie gut die Verteilung ist. Also die scheint echt gerecht zu sein. Haha, hey, bist du ein Zwilling von mir? Ah, Mist. Boah, die sind immer so am Ducken und sowas. Ich weiß, du hörst die da nicht mehr, ne? Aber ich glaube, hier in dem Spielmodus ist das eh nicht so wichtig. Das ist dann wichtig, wenn du nachher Bomben legst und sowas, ne? CSGO lässt grüßen und so. Aber hier machen die das auch und dann kriegst du sie immer nicht, weil sie immer so sneaky aussehen. Ich weiß nicht, ob wir das auch mal ausprobieren sollten. Oder zielt man dann besser? Hat man mehr Kontrolle über die Waffe? Denkst du einfach, dass die anderen ja so eine gewisse Höhe haben, auf der sie schießt und dann machen sie eher Headshots und wenn du dich duckst, dann nicht? Habe
mich tatsächlich erwischt. Geil. Aber ich finde es eine mega schön, dass man da durch die Kiste durchschießen konnte. Ja, okay, den habe ich aber nicht mehr. Aber ich finde es auch ein bisschen, also das ist nicht so meins, glaube ich, sich zu ducken. Ich glaube, ich bin lieber so frontal rein. Haben wir jetzt eigentlich aufgeholt? Ja, ne? Jetzt geht es echt nur noch um ein paar Kills. Uff, oh, scheiße. Ah, komm schon, die holen wir uns jetzt, oder? Die snacken wir jetzt noch weg. Ah, das wird cool. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ach, das macht echt Spaß, das Spiel. Also dieses Team Deathmatch, also ich finde es toll. Ach, es ist einfach schön, man kann mal wieder so doof hin und her labern, ohne irgendwelchen Sinn und Verstand, wie früher quasi. Ach, schön. Und wir sind wieder auf dem... Wow, wir sind wieder auf dem ersten Blazer. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Cool, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir gucken jetzt gerade mal, habe ich nochmal irgendwie im Posteingang irgendwas? Nee, ne? Können wir mal, wir gucken gerade mal. Laden. Charakter. Cheryl. Elena. Werde ich mir kaufen von was? Von dem hier. Kugeln, Munition, hä? Hab ich aber doch gar nicht. Ich hab Geld. Und Medaillen. Booster könnte ich mir kaufen. Aber das ist das echt Geld? Ist das echt Geld? Ja, Munition ist echt Geld, okay. Dann kann man sich hier irgendwie ein bisschen Munition kaufen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Ich dachte, man könnte auch... Nee, Boost kann man sich wohl nur so kaufen. Die Karten wohl auch nur mit Geld. Habe ich jetzt aber gar nicht... Ah, hier! Mit Geld sage ich, mit echt Geld halt. Granaten! Habe ich denn auch welche? Ausgerüstet, warte mal. Statistik, Inventar. Item. Haben alle an. Lizenzen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe keine Granaten, ne? Hab ich nichts. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die eine ist billig. Ach, das ist noch auch. Die eine tötet, die andere nicht. So. Munition wählen für einen Tag. Soll die gelten? Ja. Habe ich dann nur eine Granate, die so lange hält? Oder habe ich Granaten, die nur einen Tag halten? Weil wenn du drei Tage hast, ist es natürlich billiger, als wenn du dir jeden Tag das kaufst. Machen wir erstmal... Machen wir das erstmal so. Kauf und ausrüsten. Errungenschaft freigeschaltet. Erster Schritt für einen leeren Geldbeutel. Machen wir das für ihn. Hat er das jetzt drin? Ja. Hä, ja, 6 Tage. Wieso gilt die jetzt 6 Tage? Ich habe die für einen Tag gekauft. Oder ist die 6... Habe ich jetzt eine Granate, die 6 Tage gültig ist? Oder habe ich jetzt so und so viele Granaten gekauft, die für einen Tag gültig sind? Ich weiß es doch nicht. Nee, ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach in der nächsten Folge aus, ne? Mal gucken, was mit der einen Granate passiert. Ob wir nur eine haben oder ob wir mehrere haben oder ob die jetzt doch 6 Tage gültig ist und ich habe irgendwas anderes gekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei einer neuen Folge von Plexport. Macht's gut, Leute. Bis dahin dann. Tschüss.